Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Agena Trader Spezial mit Martin Görsch. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Hallo Martin. Hallihallo, ich bin da. Ja, perfekt, wunderbar. Also, dann möchte ich auch gar nicht lange um heißen Brei rumreden. Wir freuen uns alle auf dich, Martin, und dann übergebe ich das Bild jetzt auch an dich und ja. Bis gleich. Viel Spaß. So. Da sind wir auch schon. So, Bild sollte zu sehen sein. Zu hören bin ich ja auch, wie ich gerade mitgekriegt habe. Von daher fangen wir direkt an. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich hier heute zum Agena Trader Spezialwebinar Ichimoku Kinkohio Trendhandel auf Wolke 7. Ja, also da sieht man im Titel schon, worum es geht. Es geht um diesen sehr ausgefallenen Ichimoku-Indikator. Das ist eine Art und Weise, die Charts darzustellen, die uns sehr, sehr viele Informationen auf einmal gibt. Und ja, diese Packung, die hier drauf zu sehen ist, Enforcer Signals, die ist nicht umsonst hier drauf. Das ist ein Add-on, was es eben von mir für den Agena Trader gibt. Da sind momentan 10 Handelsstrategien für Aktien und Währungen drauf hinterlegt. Das ist eine ganz interessante Geschichte, kann man gegen eine kleine monatliche Gebühr beziehen. Zu diesen 10 Signalen, die da enthalten sind, das sind ganz, ganz interessante kurz- und mittelfristige Trading-Strategien für Aktien. Da habe ich in der letzten Zeit eine sehr ausführliche 10-teilige Webinar-Serie drüber gemacht. Wenn Sie sich die noch anschauen wollen, finden Sie die bei mir auf dem YouTube-Kanal. Einfach bei YouTube Daytrading Coach eingeben und dann sollten Sie da auch zu meinem Kanal kommen, dann können Sie sich diese Dinge anschauen. Und das ist jetzt hier deswegen mit drauf, weil alles, was wir uns hier heute anschauen, diese ganzen Ichimoku-Indikatoren, die eben auch programmiert sind und für den Agena-Trader eben insoweit nutzbar sind, dass sie quasi automatisch Handelssignale anzeigen. Diese ganzen Indikatoren, die werde ich da noch mit einfügen. Das heißt, ins nächste Update kommen diese gesamten Ichimoku-Setups, die wir uns hier heute anschauen. Die kommen dann da auch mit rein, dass sie quasi vollautomatisch die möglichen Handelssignale anzeigen und Sie dann eben als Trader eben nur noch entscheiden müssen, ob Sie die entsprechende Situation handeln wollen oder nicht. So, aber bevor wir jetzt hier mit dem Thema anfangen, müssen wir wie immer einen kurzen Risikohinweis zeigen. Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Das kann zum Totalverlust oder bei bestimmten Produkten sogar darüber hinaus führen. Traden Sie daher bitte nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren, das Sie also nicht in Ihrer Lebensführung beeinträchtigt und informieren Sie sich ausreichend über die Produkte und Märkte, die Sie traden wollen. Ganz wichtig, da wir hier einige Analysen machen werden heute, auch nachher noch am Live-Chart, ist hier nochmal zu erwähnen, dass das, was wir uns hier anschauen, heute rein den Lehr- und Lernzwecken dient, nicht als Anlageberatung gedacht ist und auch auf gar keinen Fall als Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte zu verstehen ist. Sollten Sie Trades umsetzen, dann handeln Sie hier stets auf eigenes Risiko. Und ganz wichtig noch, dadurch, dass ich eben auch selber jeden Tag trade, ist es äußerst wahrscheinlich, dass ich in dem einen oder anderen Markt, den wir uns hier heute anschauen, oder in der einen oder anderen Aktie momentan Positionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Von daher bin ich da vielleicht nicht mal ganz objektiv und da ist eventuell sogar ein kleiner Interessenkonflikt vorhanden. Das bitte ich bitte zu beachten. Okay, dann ganz kurz zu mir, für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten. Martin Görsch ist mein Name, 42 Jahre alt bin ich, bin verheiratet, habe eine Tochter. Ich komme aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften. Ich habe also VWL und Sinologie studiert. Sinologie heißt heute, glaube ich, China-Wissenschaften. Ist zum überwiegenden Teil chinesische Sprache und Kultur. Ganz interessant eben auch vor dem Hintergrund, dass wir ja doch China im Moment sehr, sehr stark im Gespräch haben überall.
Und ich schaue mir da auch immer ganz gerne die chinesische Seite an. Das heißt, ich verfolge nicht nur den Twitter-Feed von Trump, sondern ich verfolge auch Twitter-Feeds von einigen interessanten chinesischen Journalisten, die da vielleicht manchmal zumindest von Seiten Chinas ein bisschen objektiver rangehen an die Geschichte als das, was wir aus der Mainstream-Presse so mitbekommen. Ja, Vollzeit-Trader bin ich seit 2005. Habe mich spezialisiert auf den Handel von Index- und Rohstofffutures sowie Aktien und Derivaten. Natürlich auch im Währungsbereich wieder inzwischen. Und seit 2011 bin ich in den Bereich Coachings und Schulungen noch mit übergegangen, gebe also zwei, dreimal im Jahr ein Seminar, mache hin und wieder auch mal ein Einzelcoaching mit ausgewählten Kunden. Und ansonsten besteht meine Hauptaufgabe eben tatsächlich im Trading, und zwar sowohl mein eigenes Kapital als auch Kundenkapital über eine Vermögensverwaltung in der Schweiz. Ansonsten bin ich Händler und Coach bei Next Markets, kann mich als Chefredakteur vom Zertifikate Global bezeichnen. Das ist ein Börsendienst, der in Kooperation mit OnVista läuft. Und ja, schreibe halt gelegentlich Artikel fürs Traders oder Inside Futures oder eine von diesen einschlägigen Seiten oder Magazinen. So, was wollen wir uns heute anschauen? Also, ja, eine kleine Einführung in die Ichimoku-Charts. Das werden wir relativ zügig versuchen abzuhandeln. Das ist einfach nötig, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was wir uns da überhaupt am Chart anschauen. Dann werden wir uns anschauen, wie man mit Ichimoku-Charts Trends bestimmt und welche Art von Trading-Setups es mit diesem Indikator gibt und wie man die auch verwendet. Ja, und da fangen wir jetzt an mit einer kleinen Einführung in die Ichimoku-Charts. So, das sind die japanischen Zeichen, die wir hier sehen. Stehen für Ichimoku, Kinko, Hyo. Klingt im ersten Moment ziemlich komplex. Sieht im ersten Moment, wenn man sich das Ganze anschaut, auch ziemlich komplex aus. Ist es aber gar nicht. Ja, wenn man sich da einmal ein bisschen mit beschäftigt und weiß, was diese einzelnen Linien darstellen und wie die Kreuzungen behandelt werden, dann ist es auf einmal alles ganz klar und dann sieht man auch die ganzen Vorteile, die diese Art der Chartbetrachtung uns liefern können. Und da werde ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was das für Vorteile sind. Schauen wir uns erstmal kurz an, was das Ganze heißt. Ja, Ichimoku ist japanisch, heißt frei übersetzt quasi auf einen Blick. Kinko ist das Gleichgewicht und Hyo ist der Chart. Und damit haben wir im Prinzip das ausgedrückt, was die Intention des Entwicklers war. Ja, das ist also eine sehr alte Form, Charts darzustellen oder Indikatoren auf Charts zu verwenden. Die ist schon von vor 1930, hat wirklich in Japan auch eine sehr, sehr weite Verbreitung. Diese Art und Weise, die Charts fürs Trading zu nutzen. Bei uns habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist das Ganze etwas in Vergessenheit geraten. Ja, es gab mal eine Zeit, wo das sehr hip war. Da war Ichimoku so ein bisschen quasi das Volumenprofil von heute. Ja, und das ist irgendwie ist das zurückgegangen. Und ich mache einfach mal die Psyche der Trader dafür so ein bisschen verantwortlich. Das ist wie bei allen Dingen, die so stark gehypt werden. Ja, das wird dann verkauft quasi als die eierlegende Wollmilchsau. Und jeder ist der Meinung, wenn ich dieses System verwende, dann werde ich nur noch Gewinner generieren. Und das ist eben nicht so. Ja, das ist in keinem System so. Da ist es völlig egal, ob man Commitments of Traders-Daten nutzt oder ein Volume-Profile oder eben ein Ichimoku-Chart oder Chartmuster. Es ist am Ende egal, was man verwendet. Man kommt mit seinem Handelsansatz auf eine bestimmte Trefferquote und über diese Trefferquote haben wir als Trader die Aufgabe, damit Geld zu verdienen. Ja, und am Ende ist das, was für den Trader überwiegend wichtig ist, eben das Regelwerk, was hinter dem Trading-Ansatz steht. Und da hat Ichimoku den großen Vorteil, dass dieses Regelwerk sehr eindeutig ist und dass wir mit diesem einen Chartbild, was wir uns anschauen, sehr viel mehr Informationen bekommen, als von den meisten anderen Trading-Setups, wenn wir sehr viele verschiedene, komplizierte Indikatoren gleichzeitig verwenden. Ja, das werde ich gleich mal ein bisschen zeigen. Grundsätzlich besteht dieses ganze Ichimoku-Bild aus fünf verschiedenen Indikatoren. Die will ich jetzt einmal kurz darstellen. Das erste,
ist die Chikospan, dann haben wir die Kijun Sen und die Tenkan Sen. Es ist natürlich immer ungünstig, dass hier jetzt die japanischen Begriffe verwendet werden, aber es ist einfach wichtig, das zu wissen, auch wenn man sich da ein bisschen tiefer eingraben will und vielleicht noch mal eine Literatur dazu zur Hand nimmt, dann muss man wissen, welche Linien was sind, weil eben in der Interpretation der Ichimokus hauptsächlich diese japanischen Begriffe verwendet werden. Und deswegen habe ich die jetzt hier auch verwendet und werde das auch über dieses Webinar so beibehalten. Ja, die anderen beiden sind Senkuspan A und Senkuspan B. Und diese beiden Linien bilden eben diese klassische Ichimoku-Wolke. Ja, und deswegen nennt man diese Ichimoku-Charts umgangssprachlich, zumindest in Deutschland, auch ganz gerne Wolkencharts. Was das genau ist, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Und dann werden Sie auch so langsam sehen, dass das Ganze ein rundes Bild ergibt. Was kann Ichimoku Kinkohio? Das, was wir hier erreichen können mit dieser einen simplen, einfachen Chartdarstellung, ist, wir können auf einen Blick Trends erkennen. Wir können auf einen Blick sofort Unterstützungen und Widerstände erkennen. Und witzigerweise sogar Unterstützungen und Widerstände, die die Volatilität berücksichtigen. Wir haben also Widerstandslevel und Unterstützungslevel in verschiedenen ja, Dicken, sage ich jetzt mal, in verschiedenen Breiten oder in verschiedenen Ranges. Und das hängt einfach damit zusammen, wie diese Linien, aus denen die Unterstützungs- und Widerstandslevel generiert werden, wie die erstellt werden. Ja, gucken wir uns alles an gleich. Ichimoku kann ganz klar Handelssignale generieren. Wir kriegen also ganz deutliche, eindeutige, nicht interpretierbare Signale, die entweder in die Long-Richtung oder in die Short-Richtung zeigen. Und wir haben eben über die Möglichkeit der Ichimoku-Interpretation noch, dass wir jedes einzelne Signal, was entsteht, also jedes Kaufsignal oder jedes Verkaufsignal, was am Chart entsteht, das können wir sofort einteilen in die verschiedenen Bewertungskriterien, starkes Signal, quasi neutrales oder mittelstarkes Signal und schwaches Signal. Ja, und damit haben wir eben ein System an der Hand, was uns also ganz eindeutige Setups liefert, also ganz eindeutige Einstiegs Szenarios für Long Trades und für Short Trades. Und wir können bei jedem einzelnen Szenario oder bei jedem einzelnen Setup eben sofort sagen, ist das ein starkes Signal, was man traden sollte, oder ist das eher ein schwaches Signal, was man vielleicht momentan lieber nicht tradet. Ja. So, und jetzt haben wir viel drüber gesprochen. So sieht das Bild aus. Ja, und die ganzen einzelnen Bestandteile dieses Indikatorpaketes, die werden wir jetzt einmal kurz auseinandernehmen, damit Sie wissen, was hier welche Linie anzeigt. Ja, und wenn wir das alles durchgesprochen haben, dann werden Sie sehen, das Bild, was jetzt so kompliziert aussieht, ist auf einmal gar nicht mehr kompliziert. Also fangen wir an mit der wichtigsten Linie hier, das ist die Kijun Sen, zu Deutsch die Standardlinie. Und diese Linie ist der Mittelwert vom höchsten und tiefsten Kurs der letzten 26 Zeitperioden. Das heißt, wenn wir uns das Ganze auf dem Tageschart anschauen, dann ist diese Linie eben der Mittelwert vom Hoch- und vom Tiefkurs der letzten 26 Tage. Das ist etwas anderes als ein gleitender Durchschnitt. Ja, es wird hier kein gleitender Durchschnitt berechnet, sondern es wird tatsächlich geschaut, wo war innerhalb der letzten 26 Tage das Hoch, wo war das Tief, und genau die Mitte davon, die wird eben über diese Kijun-Sen-Linie markiert. So sieht die aus, wenn man sie einzeln rausnimmt. Ja, und eben diese 26er-Periode ist der Grund dafür, warum wir, ich hole mal kurz ein Zeichentool hier rein. So, ist der Grund dafür, warum diese Linie häufig relativ lange seitwärts läuft, bevor sie sich wieder verändert. Ja, wir haben also hier viele Phasen drin, wo sich diese Linie gar nicht groß verändert. Und das hängt einfach damit zusammen, diese Phasen, wo die Linie hier quasi flat läuft, sind Phasen, in denen wir weder neues 26 Tage hoch noch neues 26 Tage tief ausbilden.
Ja, und solange wir eben kein neues Hoch oder kein neues Tief ausbilden, solange ist der Mittelwert über die letzten 26 Kerzen eben gleichbleibend. Ja, also die Mitte ist die Mitte. Ja, und die verändert sich erst wieder, wenn ein neues Hoch kommt oder ein neues Tief kommt. Ja, verwenden kann man diese Linie zum Beispiel als Trailing Stop. Ja, das heißt, wenn wir eine Position aufbauen an irgendeiner beliebigen Stelle, ja, meinetwegen hier wird so ein Ausbruch gekauft, dann kann man jetzt den Stop einfach an dieser Kijun-Sen-Linie hinterherziehen. Ja. Immer wenn die sich verändert, dann ziehen wir einfach unseren Stop hinterher und dann wird man hier irgendwo ausgestoppt. Ja, das funktioniert in die Long-Richtung genau wie in die Short-Richtung. Ja, wenn wir einen vernünftigen Einstieg erwischen, dann haben wir die Möglichkeit, diese Linie als Trailing Stop zu verwenden. Ja, das ist also eine ganz weit verbreitete Geschichte, wenn man mit Ichimoku-Charts arbeitet, dass man diese Linie auch als Trendindikator verwenden kann. Ja, und ansonsten wird die Richtung der Kijun-Sen auch verwendet, um den Trend zu bestimmen. Ja, solange wie die steigt, solange ist der Trend aufwärts gerichtet. Dann kommen wir hier in so eine lange Seitwärtsphase. Na, das sehen wir eben auch dann hier am Chart, dass sich hier nicht viel bewegt. Und dann kommen wir hier wieder in die Abwärtstrendphase und dann geht der Kurs eben auch entsprechend runter. So, die Tenkan-Sen nennt sich auf Deutsch drehende Linie. Und das ist eben im Prinzip genau das Gleiche. Es ist auch wieder ein Mittelwert von einem Höchstkurs und einem Tiefstkurs, aber jetzt nicht der letzten 26 Perioden, sondern der letzten 9 Zeitperioden. Ja. Sieht also quasi genauso aus, liegt nur viel dichter am aktuellen Kursniveau dran. Ja, und das kann man ein bisschen vergleichen mit so gleitenden Durchschnitten. Ja, wenn wir uns einen 50er gleitenden Durchschnitt anschauen, dann liegt der natürlich weiter weg die meiste Zeit vom aktuellen Kurs als ein 9er gleitender Durchschnitt. Ja, und genauso ist das hier auch. Also der Mittelwert zwischen Hoch und Tief der letzten 26 Tage, der liegt halt weiter meistens vom aktuellen Kurs weg als der Mittelwert der letzten 9 Tage. Ja, aber ansonsten berechnet wird das Ganze genauso. Es geht eben auch wieder darum, nicht einen gleitenden Durchschnitt anzuzeigen, sondern wirklich einen Mittelwert aus dem aktuellen Hoch und dem aktuellen Tief der letzten 9 Handelstage. Wir können das uns hier ja mal kurz anschauen. Das ist hier ein Bild vom DAX. Das ist nicht ganz aktuell, das ist von Anfang des Jahres. Aber das spielt auch überhaupt keine Rolle, weil es ja nur darum geht zu erklären, was hier in den einzelnen Charts dargestellt wird. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, ja, dann nehmen wir uns hier die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Handelstage. Und da haben wir das Tief der letzten 9 Handelstage hier, haben das Hoch der letzten 9 Handelstage hier. Ja, und unsere Tenkan-Sen liegt hier genau mittig zwischen diesem Hoch und diesem Tief. Ja, und so wird das Ganze eben weitergezählt. Das heißt, wenn jetzt hier die nächste Kerze dazukommt, die vielleicht hier nach oben rausgeht, ja, dann haben wir das Hoch hier. Hier ist dann das Hoch der letzten 9 Handelstage. Diese Kerze hier, die fällt dann weg. Das heißt, wir haben dann hier das Tief der letzten 9 Handelskerze und dann rückt die Tenkan-Sen-Linie hier eins nach oben, ja, und läuft dann hier lang, bis wir eben wieder ein neues Hoch oder ein neues Tief machen. Also, das ist die Tenkan-Sen. Ja. Auch mal kurz zur Wiederholung. Die violette Linie ist die Kijun-Sen. Die rote Linie ist die Tenkan-Sen. Dann haben wir noch eine weitere Linie und die nennt sich Chikospan. Das ist die verzögerte Linie. Die heißt deswegen verzögerte Linie, weil das einfach die Darstellung des Schlusskurses der Kerzen ist. Also im Prinzip ein ganz normaler Linienchart.
Ja, ein Schlusskurs-Linienchart, so wie wir den als Linienchart angezeigt bekommen, wenn wir uns das Imagina Trader auf Linienchart einstellen. Typischerweise sind das eben Schlusskurse, die da verbunden werden. Und dieser Linienchart, der wird einfach 26 Perioden in die Vergangenheit projiziert. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, die blaue Linie ist die Chikospan. Die blaue Linie, die wir hier angezeigt bekommen, das ist eben der Linienchart des ganz normalen Chartverlaufes. 26 Kerzen in die Vergangenheit projiziert. Ja, und hier auf dem Tageschart ist er also 26 Tage zurück. Also der aktuelle Schlusskurs von heute, hier von diesem Handelstag, ist eben 26 Tage nach hinten projiziert. Man benutzt diese Chikospan ja so ein bisschen als quasi Sentiment. Ja, das heißt, wenn die blaue Linie, wenn die Chikospan-Linie unter dem Kurs von vor 26 Tagen liegt, das ist hier der Fall, dann heißt das so viel wie die Marktteilnehmer haben eher ein bärisches Sentiment. Also der Markt ist eher abwärts gerichtet. Ja, heißt einfach nur, dass der Schlusskurs von heute ja tiefer liegt als der Schlusskurs von vor 26 Tagen. Mehr ist das nicht. Wenn der hier oben drüber liegt, dann waren wir zu diesem Zeitpunkt hier. Das ist der Schlusskurs an dieser Stelle. Da liegt die blaue Linie hier oben drüber. Wir haben hier eine Differenz. Also ist das eher bullisch zu werten. Und typischerweise, wenn das bullisch zu werten ist, dann gehen die Kurse auch weiter rauf, bis das Ganze irgendwann dreht. Hier sind wir unten drunter gerutscht. Und von da an sind wir dann hier auch eher abwärts unterwegs. Also das ist im Prinzip die Chikospan, einfach nur den Schlusskurs in die Vergangenheit projiziert. So, und dann schauen wir uns jetzt noch an die beiden vorauseilenden Linien, Senkospan A und Senkospan B. Und diese Senkospan A ist jetzt nichts anderes als der Mittelwert von Tenkan Sen und Kijun Sen und den 26 Perioden in die Zukunft projiziert. Also, schauen wir uns noch mal kurz an. Kijun Sen, ja, liegt hier bei 11.418 Punkten. Tenkan Sen liegt bei 10.800. 11.400 bis 10.800 sind 3.600. Die Hälfte davon sind 1.800 plus 10, 8, sind wir bei 11, 8, 12, 4. Ja, also liegt die ungefähr bei 12, 4, würde ich schätzen. Ja, naja, bisschen drunter. Ja, aber das ist im Prinzip der Mittelwert von Tenkan Sen und Kijun Sen. 26 Tage in die Zukunft projiziert. Ja, habe ich mich ein bisschen verrechnet gerade. Aber der liegt hier an diesem Level. Das andere ist die Senkospan B. Das ist der Mittelwert vom höchsten und tiefsten Kurs innerhalb der letzten 52 Zeitperioden. Also im Prinzip genau das gleiche wie eine Tenkan Sen oder eine Kijun Sen, nur eben nicht 9 und nicht 26, sondern 52 Perioden in die Vergangenheit geschaut. Das höchste Hoch, das tiefste Tief und davon der Mittelwert. Das ist die Senkospan B-Linie und die wird auch wieder 26 Perioden in die Zukunft projiziert. Das Ganze sieht dann so aus. Ja. Also, dieser Wert, der jetzt hier angezeigt ist, 11.700. 11.700 ist der Mittelwert des tiefsten Tiefs und des höchsten Hochs der letzten 52 Perioden. Ja, dürfte hier dieses hier sein. Na, und zwischen dem und dem, der Mittelwert, der liegt hier. Ja, und deswegen wird hier diese Linie jetzt aktuell angezeigt. Die liegt im Moment hier und wird 26 Tage in die Zukunft projiziert. So, und aus diesen beiden
Aus dieser Senkusbahn A und Senkusbahn B entsteht diese Wolke. Diese Wolke nennt sich Kumo. Ja, und Kumo ist quasi das zentrale Element von Ichimoku Kinkō-hyō. Das ist die Kumo. Ja, die Kumo wechselt die Farbe zwischen Rot und Grün. Das ist manchmal bei verschiedenen Chartprogrammen sind die Farben ein bisschen anders, aber im Prinzip geht es immer nur darum zu schauen, ist das Ganze eher leicht bärisch oder ist das Ganze eher leicht bullisch. Und solange wie diese Wolke grün ist, sind wir eher bullisch, solange die Wolke rot ist, sind wir eher bärisch. Ja. Und dadurch, dass das Ganze eben in die Zukunft projiziert wird, bekommen wir hier diese Widerstände und Unterstützung schon für die Zukunft angezeigt. Ja, das heißt, wenn der DAX jetzt hier hochläuft, so in den Bereich hier 12,2, dann fängt hier der Widerstand an. Ja. Die Volatilität wird eben berücksichtigt insofern, dass wir manchmal Situationen haben, wo die Wolke sehr breit ist. Ja, dann ist es logisch, wenn die Wolke sehr breit ist, dann hat es der Kurs sehr schwer, da durchzugehen und tatsächlich nach unten auszubrechen. Das ist ja hier auch nicht erfolgt, sondern dieser Rücksetzer, dieses Retracement hat eben hier das Support-Level, das Unterstützungslevel getestet und hat dann nochmal eine schöne Aufwärtsbewegung initiiert. Und wenn die Wolke eben wie hier relativ dünn ist, ja, oder relativ flach ist, dann fällt es dem Kurs sehr viel leichter, hier durchzugehen. Und eben diese Aufwärtsbewegung dann weiter fortzuführen. Ja. Aber durch dieses Projizieren in die Zukunft kriegen wir hier immer schon mal ein gutes Gefühl, wo in welchem Bereich denn hier die nächsten größeren Unterstützungs- oder Widerstandslevel beginnen. Ja. Okay. So, in die Interpretation gehen wir gleich noch rein, wie das Ganze aussieht. Aber jetzt haben wir uns im Prinzip alle Bauteile aus diesem Ichimoku Kinkō-hyō einmal angeschaut. Ja, und das ist also das Ergebnis. Ne? Blau ist die Chikospan-Linie. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Das ist die Schlusskurslinie, der Liniencharts der Schlusskurse um 26 Perioden in die Vergangenheit projiziert. Dann haben wir die Kijun-Sen, das ist der Mittelwert zwischen dem höchsten Hoch und dem tiefsten Tief der letzten 26 Tage, zumindest auf dem Tageschart. Dann haben wir die Tenkan-Sen, das ist die rote, das ist eben der Mittelwert zwischen Hoch und Tief der letzten 9 Tage. Und dann haben wir diese beiden Senkusban A und Senkusban B, einmal der Mittelwert zwischen Tenkan-Sen und Kijun-Sen. Und einmal der Mittelwert zwischen 52 Perioden hoch und 52 Perioden tief. Und diese beiden Linien, die jetzt hier eben nicht als Linien erkennbar sind, aber diese beiden Linien, die bilden diese Kumo, also die Wolke. Ja, das sind die Bauteile oder die Bestandteile des Ichimoku-Charts. Und mehr ist es auch gar nicht. Also es sind im Prinzip nur zwei Mittelwerte, sowas wie gleitende Durchschnitte, nur anders berechnet, die eben als Linie dargestellt werden, dann dieser Schlusskurs Liniencharts und eben die Wolke, die auch aus zwei Linien besteht. Und das war's. Mehr haben wir hier nicht. Ja. Wenn da irgendwelche Fragen zu sind, dann gerne in den Chat reinschreiben. Ich habe das Fragenfeld hier offen. Ich sehe, es sind eine ganze Menge Teilnehmer da. Anscheinend hören sie alle gespannt zu. Oder ich erkläre alles so, dass keine Fragen bleiben, wie dem auch sei. Falls Fragen sind, dann gerne bitte in das Fragenfeld rein. So, Trendbestimmung mit Ichimoku. Schauen wir uns das Ganze kurz an. Trendrichtung mit Ichimoku-Charts bestimmen ist relativ einfach. Also befindet sich der Kurs über der Wolke, liegt ein Aufwärtstrend vor. Befindet sich der Kurs unter der Wolke, liegt ein Abwärtstrend vor. Ja, das ist die grobe Bestimmung des Trends mit Ichimoku-Charts. Ja, sehr simpel. Sieht dann im Netflix, das hier ein Netflix-Chart von Ende Februar.
Den habe ich einfach mal hier als Aktienchart für die Beispiele genommen. Sieht das Ganze also so aus. Wir haben diesen Abwärtstrend über die gesamte Zeit, wo der Kursverlauf unter der Wolke ist. Dann gehen wir durch die Wolke durch. Damit ist der Trend dann gebrochen und wir laufen hier in den Aufwärtstrend eben überhalb der Wolke. Ja, typischerweise sagt man dann, wenn man sich in der Wolke befindet, dann ist das eher ein trendloser Markt, aber häufig haben wir dann hier schon einen neuen Trend ausgebildet, gehen dann durch die Wolke durch und dann läuft dieser neue Trend einfach weiter. Also ich würde das Ganze eher unterteilen in Abwärtstrend und Aufwärtstrend. Ja. Eine Trendstärke können wir hier auch noch bestimmen. Die Trendstärke, also quasi das Momentum, können wir über den Neigungswinkel von Kijun Sen bestimmen, also über den Neigungswinkel der violetten Linie. Ja. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe hier mal den 45-Grad-Winkel eingezeichnet und den haben wir dann hier. Und immer, wenn die Kijun Sen so ungefähr in 45 Grad oder steiler läuft, dann haben wir ein gutes Momentum im Markt und dann kann man diese Trends auch versuchen zu handeln. Ja, in die Abwärtsrichtung ist es im Prinzip genau das Gleiche. Ja, auch da können wir schauen, in welcher Steigung ungefähr verläuft denn diese violette Linie. Und da erkennt man dann eben auch sehr schnell, wann man hier sich in Bereichen befindet, wo das Trading vielleicht nicht so sinnvoll ist, nämlich dann, wenn wir hier in einer längeren Phase seitwärts laufen. Ja, und man sieht das ganz schön, da wo die Bewegung anfängt, ja, wo wir hier nämlich anfangen, wieder den Trend ein bisschen genauer aufzubauen, in dem Moment fängt auch die Kijun Sen wieder an zu steigen. Ja, hier ist es das Gleiche, in dem Moment, wo die Kijun Sen hier anfängt, wieder nach unten wegzudrehen, in dem Moment kommen dann auch die Kurse wieder runter. Der René fragt, was ist denn der Hauptvorteil gegenüber einer klassischen Darstellung wie Kerzenchart? Naja, wir haben den Kerzenchart ja hier immer mit drin. Ja, der Kerzenchart ist ja hier das, was normal im Hintergrund läuft. Das heißt, ich kann mit diesen zusätzlichen Informationen, die ich hier vom Ichimoku bekomme, kann ich die diskretionären Signale, die ich auf dem Candlestick-Chart meinetwegen jetzt interpretieren würde, kann ich hier nochmal zusätzlich filtern oder zusätzlich prüfen oder wie auch immer. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier so einen intakten Abwärtstrendkanal, der hier läuft, na, und in dem Moment bricht die Netflix hier aus dem Abwärtstrend aus, dann könnte man jetzt zum Beispiel darauf warten, dass man hier vom Ichimoku auch noch eine Bestätigung, ein Kaufsignal bekommt. Ja, und das ist dann hier in dieser Situation, wo die rote die durch die violette durchgeht von unten nach oben. Das ist also hier dann so ein Kaufsignal. Das ist eins der Signale, die wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Und dann kann man das quasi als zusätzliche Bestätigung verwenden für dieses ganz klassische Candlestick-Chart-Trading, wenn man jetzt mit den Candlesticks normalerweise arbeitet. Ja, man bekommt einfach noch zusätzliche Informationen und kann seine Trades nochmal zusätzlich, ja, wie soll ich sagen, absichern oder zusätzlich bestätigen. Ja. Das ist alles. Das ist im Prinzip die Trendbestimmung und auch die Momentumbestimmung mit Ichimoku. Es ist also sehr einfach. Ja, oberhalb des Charts, oberhalb der Wolke Aufwärtstrend, unterhalb der Wolke Abwärtstrend. Ja, viel einfacher geht es ja schon gar nicht mehr. Und dann schauen wir uns jetzt die ganzen Trading-Setups dazu mal kurz an. Der Wolfgang schreibt, die Kurse sind beim Erkennen von Trends leider oft schon sehr weit gelaufen. Das nervt. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dagegen zu arbeiten. Ich würde tatsächlich mal empfehlen, vielleicht diese Webinar-Serie über die Handelssignale mal anzuschauen, weil da haben wir auch tatsächlich sehr, sehr schöne und sehr, sehr gute Reversal-Signale drin, die sehr schnell im Prinzip auch neue Trends erkennen lassen, Trendwechsel-Setups und auch Trendfolge-Setups, mit denen man in bestehende Trends nach sauberen Korrekturen wieder ganz, ganz hervorragend einsteigen kann.
Ja, und das kann man hier auch über die Ichimokus. Ich zeige das ja gleich noch, die einzelnen Signale, die wir hier finden. Und dann werden wir gleich mal in die Charts reinschauen, in den S&P und in den Nasdaq und mal gucken, was da so an Signalen da ist und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Okay. Jens, wann findet der Teil 10 von Manforce statt? Der hat schon stattgefunden gestern. Ich habe das gehört, dass es da anscheinend keine Einladungen gab vom GoToWebinar. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber die Aufzeichnung ist schon auf dem YouTube-Kanal hochgeladen bei mir. Also die kann schon angeschaut werden. Das ist von gestern, das Webinar. Gut, schauen wir uns kurz die Trading-Setups an. Also, wir haben ja gesehen, wir haben insgesamt fünf Linien, die wir verwenden bei diesen Ichimoku-Charts. Und durch die fünf Linien und diese Wolke gibt es im Prinzip auch fünf Varianten der Signalerzeugung. Ja, dann haben wir gerade schon gesagt, wir können, wenn diese Signale entstehen, die Ausprägung stark, neutral oder schwach sofort festlegen. Ja, sowohl für die Long- als auch für die Short-Position. Ich empfehle immer, nur die Signale zu handeln, die auch in die Trendrichtung zeigen. Ich zeige das gleich auf dem Chart, wie ich das auch in Kombination mit meinem Trendindikator verwende. Und Peter, zu der Frage, ob man damit auch Enforcer-Signale untermauern kann, ja, könnte man. Das können wir uns vielleicht am Ende gleich nochmal anschauen. Ich werde aber sicherlich im Zuge des Enforcer-Updates auch nochmal eine etwas ausführliche Variante des Ichimoku-Tradings zeigen. Und dann werde ich sicherlich auch zeigen, wie man das kombinieren kann mit den 10 Setups, die im Enforcer-Addon da schon drin sind. Ja. So, für diese Ausprägung schwach, stark oder neutral gibt es zwei Filter. Und zwar einmal die Wolke an sich, da haben wir ja gerade schon gesagt, sehr, sehr einfach. Ja, wenn wir oberhalb der Wolke traden, dann ist das ein intakter Aufwärtstrend. Wenn wir unterhalb der Wolke traden, ist das ein intakter Abwärtstrend. Und wir können auch diese Chikospan-Linie als zusätzlichen Filter verwenden. Ja, und über diese beiden Möglichkeiten können wir die Signale bewerten. Das zeige ich gleich, wie das funktioniert. Grundsätzlich gilt, bei einem Kaufsignal sollte sich der Kurs über der Wolke befinden, also in einem Aufwärtstrend. Und die Chikospan sollte über dem Kurs von vor 26 Perioden liegen. Ja, dann haben wir ein starkes Signal. Bei einem Verkaufssignal sollte sich der Kurs unter der Wolke befinden und die Chikospan, also die blaue Schlusskurslinie, sollte unter dem Kurs von vor 26 Perioden sein. Ja, werden wir gleich ein paar Chartbeispielen uns anschauen. So, die Trading-Setups, die wir da bekommen. Das bekannteste Trading-Setup und ich glaube auch das am meisten verwendete Trading-Setup aus den Ichimoku-Charts ist die Kreuzung von Tenkan-Sen und Kijun-Sen. Das funktioniert im Prinzip ganz genauso wie eine Kreuzung von einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt mit einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt. Ja, wenn wir also eine bullische Kreuzung haben, also Tenkan-Sen von unten kreuzt die Kijun-Sen, dann liegt ein Kaufsignal vor. Wenn wir eine bärische Kreuzung haben, wenn also der kurzfristigere Tenkan-Sen die Kijun-Sen von oben kreuzt, dann haben wir ein Verkaufssignal. Ab Chart sieht das Ganze so aus. Ja, das ist wieder dieser Netflix-Chart, den wir hier eben schon drin hatten. Der muss hier herhalten für die ganzen verschiedenen Setups, die wir hier handeln können. Und das ist im Prinzip hier genau das, was wir sehen wollen. Ja, wir haben also einmal die rote, die hier die violette von oben nach unten kreuzt. Das ist ein Verkaufssignal. Und dann haben wir hier an dieser Stelle die rote, die die violette von unten nach oben kreuzt. Und das ist ein Kaufsignal. Das ist natürlich nicht immer so deutlich wie jetzt hier. Am Ende ist es so, Ichimoku ist ein trendfolgendes System. Und wie jedes trendfolgendes System hat es natürlich Probleme dann, wenn die Märkte in einer engen Range seitwärts laufen. Ja, dann kommt man genau wie bei diesen Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten oder auch bei allen anderen trendfolgenden Setups, kommt man da auf kurz oder lang in Schwierigkeiten.
Deswegen ist es ja so schön, dass wir als Aktienhändler, wenn wir Aktien traden oder auch als Forex-Händler, sehr viele verschiedene Märkte haben, die wir handeln können. Das bedeutet ja am Ende, dass ich eine Aktie, die in einem Seitwärtsmarkt sich befindet oder gerade trendlos seitwärts läuft, die muss ich ja nicht unbedingt traden. Ja, es gibt genug Aktien, die gerade einen intakten Trend vorweisen. Ich habe ja auch bei mir in dem Enforcer Addon einen Analyzer drin und dieser Analyzer, der prüft meine Trendindikatoren auf Tagesbasis und auf Wochenbasis und zeigt uns dann eben in einer Liste ganz simpel, ganz einfach automatisch die Märkte an, die gerade in einem intakten Aufwärtstrend sind oder die Aktien, die gerade in einem intakten Aufwärtstrend sind und genauso Aktien, die gerade in einem intakten Abwärtstrend sind. Und auf diese Kandidaten sollte man sich fokussieren, wenn man trendfolgende Trades ausführt. Ja, nämlich auf die Aktien, die sowieso schon länger in einem Trend sind. Ja. Jetzt hat der Wolfgang hier vorhin schon geschrieben, ja, beim Erkennen von Trends, dann sind die Kurse oft schon weit gelaufen und das ist halt ein bisschen blöd. Eigentlich ist es gar nicht so blöd. Ja, das ist auch nicht weiter schlimm. Ich weiß, dass es gerade am Anfang, wenn man mit dem Trading beginnt, immer das Ziel ist, irgendwie die Tops zu erwischen und die Lows zu erwischen. Ja, und am liebsten möchte man gerne hier oben verkaufen, ja, und dann hier unten wieder glattstellen. Das wird aber nicht passieren. Ja, das ist egal, was man da für ein System verwendet. Da wird es ganz, ganz wenige Trades, nur in den vielen Trades, die wir machen, wird es geben, wo wir mal wirklich hier sehr genau das Top erwischen zum Short-Einstieg und das Low erwischen zum Covern. Meistens befinden wir uns irgendwo auf dem Weg und versuchen dann auf dem Weg uns ein Stück von dem Kuchen rauszuschneiden. Ja, und wenn man so einen ganz klassischen Ansatz fährt und sieht dann hier, dass wir in einen intakten Abwärtstrend gehen und geht dann hier in das Retracement rein und verkauft hier an dieser Stelle Short, ja, dann läuft der Trend erst noch oder die Bewegung hier noch kurz gegen einen, dann kommt man hier wieder in die Abwärtsrichtung, na, und dann lässt man sich vielleicht hier an diesem Hoch irgendwo ausstoppen, dann ist man hier wieder raus aus dem Trade und das, was man nachher mitgenommen hat, an Profit ist diese Strecke hier. Das haben wir generiert und eigentlich ist die Bewegung so weit hier gelaufen. Ja, aber diese lange Strecke mitzunehmen, das darf nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel ist es wirklich, uns hier ein Stückchen aus der Bewegung rauszuschneiden, das mitzunehmen und damit bin ich dann auch schon echt zufrieden und ganz ehrlich, damit seid ihr schon besser als 80% aller anderen Trader, die irgendwie in diesem Markt hier unterwegs sind. Deswegen verabschiedet euch ein bisschen von dem Ziel, die Tops und die Lows zu fischen, sondern schneidet euch einfach ein Stück aus dem intakten Trend raus. Das Schöne beim Trading ist ja, dass wir über die Steuerung der Positionsgröße auch auf kleineren Strecken richtig gutes Geld verdienen können. Ja, ihr könnt das ja selber steuern, wie groß eure Risiken sind und was ihr dann auf der anderen Seite dafür verdienen könnt. Und da müsst ihr nicht die Hochs und auch nicht die Tiefs erwischen. Okay, die zweite Variante, die wir haben, ist die Kreuzung vom Kurs und der Kijun-Sen. Ja, das funktioniert genau wie bei der Kreuzung eben. Na, kreuzt der Kurs von oben nach unten, dann ist das ein Verkaufssignal, das ist ein Verkaufssignal. Kreuzt der von unten nach oben, das ist ein Kaufsignal, was nicht funktioniert hat, das ist ein Kaufsignal, was super funktioniert hat. Ja, jetzt haben wir hier also vier Signale über dieses Setup. Die haben dreimal sehr gut funktioniert, einmal nicht funktioniert. Naja, ist auch schon mal eine super Quote. Ja, und das ist nur eben eins der ganzen Setups, die es da gibt. Und jetzt haben wir auch wirklich nur einzeln hier die Kijun-Sen rausgenommen. Wir haben ja noch verschiedene Dinge, die wir zur Bewertung der einzelnen Situationen mit berücksichtigen. Das gucken wir uns dann gleich im gesamten Bild nochmal an. Die dritte Variante ist der Ausbruch des Kurses aus der Wolke. Da ist es auch wieder ganz simpel. Verlassen wir die Wolke nach unten, liegt ein Verkaufssignal vor. Verlassen wir die Wolke nach oben, liegt ein Kaufsignal vor. Ja, so funktioniert Trading mit Ichimoku-Charts. Klar, Jens, vier Trades sind statistisch nicht relevant. Das ist logisch. Ja, es geht ja auch hier jetzt nicht darum, nachzuweisen, dass dieses Trading-System profitabel ist, sondern es geht darum zu erklären, wie diese Setups funktionieren. Ja, und ihr werdet ja in
ganz vielen verschiedenen Märkten arbeiten oder in ganz vielen verschiedenen Aktien arbeiten, verschiedenste Setups traden. Und relevant ist sowas immer erst ab einer Trade-Anzahl von, naja, mindestens 100, 150 Trades. Ja. Vorher sind diese Auswertungen nie relevant. Da ist der Zufall einfach ein viel zu großer Faktor. Das vierte Handelssignal, was wir kriegen, ist die Kreuzung von Senkungsband A und Senkungsband B. Das ist im Prinzip der Wechsel der Farbe bei der Wolke. Ja. Das sind also hier diese Farbwechsel. Auch da ist es so, wenn wir von Rot auf Grün gehen, ist das ein Kaufsetup. Wenn wir von Grün auf Rot gehen, ist das ein Verkaufsetup. Ja. Das ist allerdings, muss ich dazu sagen, ein Signal, was ich selber nicht handle. Ja, also das ist in den Büchern steht's drin, aber ich trade dieses Setup nicht. So, und die fünfte Variante ist die Kreuzung von Chico-Span und Kurs. Die ist etwas komplizierter zu berücksichtigen, weil wir ja immer bei 26 Perioden in der Vergangenheit schauen, wie sieht das aus. Ja, und hier kreuzt die Chico-Span den Kurs von oben nach unten. Also ist das heute ein Short-Signal. Ja, hier kreuzt die Linie von unten, also kreuzt die Linie von unten nach oben den Kurs. Also ist das ein Kaufsignal. Ja, das sind also diese beiden Varianten hier für Long und für Short. Auch das ist etwas, was ich nicht aktiv trade, sondern das ist das, was ich wirklich als Filter benutze. Ja. Ich schaue mir also an, wo ist diese blaue Linie jetzt aktuell. Wenn ich also hier ein Long Setup bekomme, warum auch immer, ja, meinetwegen an dieser Stelle hier im Ausbruch Long, dann nehme ich diesen Ausbruch nur, wenn die blaue Linie auch gerade über dem Kurs von vor 26 Tagen ist. Ja, und natürlich, wenn der Kurs hier über der Wolke ist. Das sind dann diese beiden Bedingungen, die ich prüfe. Dann habe ich hier ein starkes Kaufsignal und dann möchte ich das umsetzen. So ein bisschen mehr dazu und auch zu den anderen Handelssignalen, die es im Enforcer gibt, gibt es hier in einem Seminar. Das ist im Prinzip eine Ausbildung, die wir hier machen, eine dreimonatige, die fängt Ende November an. Die findet sogar in den Handelsräumen von CapTrader statt, also bei CapTrader im Office in Düsseldorf. Das ist so eine Dreierkombination. Wir nennen das hier Traders United. Das bin ich mit dem Mike Seidel und dem Carsten Berger. Und wir machen hier eine super coole dreimonatige Swing Trading Ausbildung. Und da sind diese Dinge auch alle mit drin, die wir jetzt hier heute besprochen haben und auch ein Teil von dem, was in diesen 10 Webinaren über die Enforcer-Signale drin ist. Und da zeigen wir eben dann auch ganz genau, wie wir zusätzlich nochmal lukrative Chancen in den Aktienmärkten rausfiltern, wie man also auch fundamental und charttechnisch sich die Trading-Gelegenheiten raussucht. Und dann hat man die Anzahl der handelbaren Produkte für einen Tag oder für eine Handelswoche schon mal stark eingeschränkt. Und auf diese eingeschränkte Anzahl der Handelsprodukte verwenden wir dann diese ganzen Einstiegssignale, die es da gibt und handeln eben dann entsprechend diese Einstiegssignale. Das können wir uns jetzt hier mal ein bisschen im Agena Trader anschauen. Ich habe das Ganze jetzt hier mal ein bisschen vorbereitet und so aufgebaut. Das, was ich am meisten handle oder das, was mich am meisten interessiert an diesen ganzen Setups, die wir uns jetzt hier angeschaut haben, sind zwei Dinge. Das ist einmal die Kreuzung von Tenkan-Sen und Kijun-Sen, also die rote Linie mit der violetten. Das ist ein Setup, was ich sehr gerne trade. Und das zweite Setup, was ich gerne trade, ist der Ausbruch aus der Wolke. Ja, das sind also diese beiden Haupt-Setups, die von mir sehr gerne gehandelt werden. Ja, wir haben ja jetzt alle fünf einmal kurz besprochen, aber das, was ich tatsächlich am meisten umsetze im Trading mit Ichimoku Charts, ist die Kreuzung Tenkan-Sen, Kijun-Sen und die Kreuzung Preis und Wolke. Ja. So ungefähr sehen meine Charts dazu aus. Ich habe hier also immer einen Tageschart, habe dann hier rechts noch den Wochenchart, beide in der Ichimoku-Variante, in der Ichimoku-Darstellung.
Habe dann hier nochmal einen Tageschart mit den typischen gleitenden Durchschnitten mit dem 50er und mit dem 200er. Das nutze ich auch nochmal zusätzlich zur Auswertung. Und was ich hier auch noch verwende, sind dann diese Trend-Setups, die hier im Agena Trader, ich glaube, im Markttechnik-Addon sind die drin. Die verwende ich also auch noch, um einfach ein besseres Bild zu kriegen für den aktuellen Trend. Und dann habe ich hier, wenn ich Einzelaktien mir anschaue, und das sind ja jetzt hier die S&P 500 Aktien, dann will ich immer sehen, wie sieht denn die Performance des Wertes, den ich mir hier anschaue, im Verhältnis aus zum Gesamtindex. Also ist das eine Aktie, die eher stark ist oder ist das eine Aktie, die eher schwach ist? Ja, und so kann ich zusätzlich nochmal bewerten, ob ich auf diesem Produkt oder auf dieser Aktie eher Long Trades oder eher Short Trades durchführen möchte. Ja, und prinzipiell bin ich ein großer Freund davon, Stärke zu kaufen und Schwäche zu verkaufen. Ja, also wenn ich Long Setups nehme, dann überwiegend in Aktien, die eh relativ stark sind, die sich meistens also auch besser entwickeln als der Index. Und wenn ich Short Trades umsetze, dann mache ich das gerne auf Aktien, die sehr schwach sind, die sich also auch schwächer entwickeln als der Index. Dann habe ich immer eingeblendet meine Trendindikatoren. Das ist hier der Gersh-Trend. Das ist ein Indikator, den ich selbst programmiert habe, der sehr dynamisch auf Trendwechsel reagiert. Ja, das sieht man hier immer ganz schön. Wenn der grün ist, dann sind wir hier in einem intakten Aufwärtstrend. In dem Moment, wo der in den roten Bereich wechselt, ist meistens auch der Aufwärtstrend gebrochen und wir kommen dann in den längerfristigen Abwärtstrend. Und dann sehen wir auch, wie schnell das Ding hier wieder die Seite wechselt von rot auf grün. Also der ist immer sehr, sehr nah am Markt und gibt mir ein gutes Feedback dazu, wie sich die Trends hier momentan entwickeln. So, und das, was ich jetzt hier drauf habe, dieser Analyzer, der hier läuft, Fresh Long und Fresh Short, ja, da sind jetzt mal alle hier sortiert. Bei den ganzen ist hier im Moment nichts. Bei denen, das sind vielleicht 50 Werte oder 40 Werte hier aus dem S&P, die haben hier Fresh Long oder Fresh Short. Fresh Long bedeutet, dass wir in der Tageszeitebene, die ich hier anschaue, ja, das ist hier die Tagesebene auf der linken Seite, dass wir in dieser Zeitebene diese gesamten fünf Möglichkeiten, die wir haben zur Bewertung, ob eine Aktie gerade eher bullisch oder eher bärisch ist, dass die gerade ganz frisch alle fünf in die gleiche Richtung zeigen. Ja, dann nehmen wir hier mal einfach eine raus, Cboe Holdings. Da haben wir hier ein Fresh Long. Da sehen wir schon an der Entwicklung hier im Vergleich zum S&P. Ja, der S&P ist hier die letzten Tage arg runtergekommen, stark gebeutelt das Ding. Die Cboe hat das überhaupt nicht interessiert. Die ist hier einfach ihrem Trend weitergefolgt und ist hier im Moment sehr, sehr bullisch unterwegs. Ja. Und jetzt habe ich hier unten, ich vergrößere den mal, den Tageschart aus dem in der Ichimoku-Darstellung. So, und erstmal sehe ich meinen Trendindikator. Ja, der ist hier seit. Ja, im Prinzip, seit wir diese Seitwärtsrange hier verlassen haben, ja, das können wir uns hier mal einzeichnen. Ja, quasi so als Dreieck. Und in dem Moment, wo wir das Dreieck hier verlassen haben, also auch optisch wieder ein Trend erkennbar ist, in dem Moment schlägt der Indikator hier sofort in die Long-Richtung und macht diesen Markt für Long-Trades für mich interessant. So, und wenn wir uns jetzt anschauen, wie das Ganze hier auf Ichimoku-Sicht aussieht, dann haben wir eine grüne Wolke. Das ist also bullish. Wir haben einen Preis, der sich ganz klar oberhalb der Wolke bewegt. Der hat hier einmal sehr schön dieses Support-Level getestet, ist hier nochmal Richtung Support gelaufen und hat sich sofort schön weiter in die Trendrichtung entwickelt. Der ist also ganz klar über der Wolke. Dann haben wir die Chikospan, die über dem Kurs von vor 26 Tagen ist. Also das ist bullish. Über der Wolke ist bullish. Wir haben einen Preis, der oberhalb des Kijun-Sen, also oberhalb der violetten Linie läuft. Das ist bullish. Und wir haben jetzt hier diese Kreuzung. Ja, die sind hier also zusammengelaufen. Tenkan-Sen und Kijun-Sen sind hier zusammengelaufen und haben gestern wieder sich voneinander entfernt. Und auch das ist bullish. Und weil diese
Kreuzung hier gestern neu dazugekommen ist. Vorher sind wir hier neutral aufeinander gelaufen. Deswegen ist hier gerade quasi ein Fresh Long Setup. Das heißt, alle fünf Möglichkeiten, die wir haben, den Trend zu beurteilen, laufen hier in die Long-Richtung. Ja. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Baker Hughes. Hier ist gerade alles negativ. Sehen wir sofort die blaue Linie. Die Chikospan liegt unterhalb des Preises von vor 26 Tagen. Wir haben hier die Kreuzung vom Preis mit der Chikospan, also Preis liegt unter der violetten. Die Tenkan-Sen hat gestern hier gekreuzt unter die Kijun-Sen und der Preis ist unter der Wolke. Also alle Möglichkeiten, die wir hier haben, die Bullishness oder die Bearishness zu beurteilen, sind hier bearish. Ja, mein Indikator hat hier auch gestern ganz klar in den Negativbereich gedreht. Also ist das hier, dieser Ausbruch nach unten, ein ganz hervorragendes Short-Setup gewesen. Ja, und das schaue ich mir eben hierüber an. Dann haben wir hier die Colgate Palmolive, die ist auch frisch, alles short. Ja, die blaue ist unterm Preis, der Preis ist unter der Wolke, Preis ist unter der violetten und die rote ist unter der violetten. Alles ist negativ, also klar abwärts gerichtet. Ja. VeriSign, genau das gleiche. Ja, gestern der Close unter der Wolke, rot unter violett und so weiter. Also hier ist auch wieder alles bearish, alles negativ. Und so finde ich eben die Märkte, die für mich interessant sind, zum Handeln. Ja, hier ist es jetzt nicht so ideal, weil die Wolke nicht rot ist. Ja, auch hier ist es nicht ideal, weil die Wolke nicht rot ist. Hier ist es ideal, weil die Wolke grün ist und alle anderen vier auch in die Aufwärtsrichtung zeigen. Also das ist hier eher noch ein klares Long Setup. Dann haben wir hier noch eine Whale Tower, können wir uns noch anschauen. Ja, sieht ganz genauso aus. Na, also auch über die letzten Tage hier sehr, sehr stark. Alles bullish auf dem Tageschart, die blaue überm Kurs. Ja, der Kurs überhalb der grünen Wolke, also alles extrem bullish, der Trendindikator bullish und auf dem Wochenchart dasselbe Bild. Ja, alles auf dem Wochenchart ist auch bullish und das sind ganz klar Aktien, die man jetzt auch in der schwachen Marktphase hier noch kaufen kann. Die also ganz klar in die Aufwärtsrichtung zeigen. Und das erkennen wir hier eben sehr schön anhand dieses Indikators. Ja, anhand dieses Ichimoku-Indikators. Und was man jetzt hier nutzen kann, was dann auch im Enforcer-Addon drin ist, sind die ganzen einzelnen, es sind zum einen diese Kombinationen hier. Welche Märkte haben gerade frisch bei allen Setups in die gleiche Richtung gezeigt? Das haben wir sowohl auf dem Tageschart als eben auch auf dem Wochenchart. Ja, das können wir uns hier auch auf dem Wochenchart anschauen. Na, dann haben wir hier die bullischen Wochen-Setups. Ja, auch hier bullisches Wochen-Setup. Und dann kann man sich eben parallel dazu immer noch mal anschauen, okay, wie sieht es denn in der kurzfristigen Zeitebene aus? Na, und hier ist Rot gerade unter Violett, also das ist, empfiehlt sich gerade nicht zum Kaufen hier. Na, Alphabet, ja, das ist die gleiche, das ist die Google. Na, langfristig klar Long, kurzfristig sieht es gerade nach Ichimoku nicht so ideal aus, auch wenn wir hier jetzt auf den Support laufen. Und so kann man sich dann hier die Märkte anzeigen lassen, die gerade frische Einzelsignale geliefert haben. Jetzt haben wir hier die Mattel. In der Mattel, das, was ich hier eingestellt habe, ist die Kreuzung von Tenkan Sen und Kijun Sen. Ja, und da sehen wir hier, die Mattel hat gestern, na, hier an der Stelle, gestern Tenkan Sen und Kijun Sen gekreuzt. Am Ende des Tages und damit ist das ein valides Short Setup. Wir brechen hier zusätzlich gerade nach unten aus der Wolke raus, das ist also auch negativ. Und wir haben die blaue Linie hier auch jetzt unter dem seit 3 Tagen auch unterm Preis, also auch das ist negativ. Wir haben hier ein Short Setup gekriegt, wir haben hier ein Short Setup durch den Ausbruch aus der Wolke und wir haben hier ein Short Setup durch die Kreuzung von Tenkan Sen und Kijun Sen. Der Trend lässt hier ganz klar nach. Ja, wahrscheinlich ist er heute, wenn die Kerze so endet, wie sie jetzt dasteht, ist sie wahrscheinlich hier auch schon leicht im roten Bereich. Ja, dann wechselt der Trendindikator hier auch schon in die Abwärtsrichtung. Also das wäre durchaus ein valides Short Setup. Ja. Und so findet man eben relativ einfach
gute Trading-Kandidaten über diese Ichimokus. Was haben wir hier noch? Lam Research kommt zum Traden für mich nicht in Frage, weil ist noch oberhalb der Wolke. Ist zwar hier eine bärische Kreuzung, aber das Ding ist über der Wolke. Damit ist das ein schwaches Verkaufssetup. Das nutzen wir hier, um die Stärke der Setups zu beurteilen. Wir haben ein Short-Setup oberhalb der Wolke, ist also schwach. Wir haben ein Short-Setup mit einer blauen Linie, die über dem Preis ist, ist also ein sehr schwaches Short-Setup. Würde ich nicht traden. Gehen wir auf das nächste Short-Setup, was wir hier haben. Applied Materials, genauso. Über der Wolke und blau über dem Preis. Ja, also grundsätzlich hier noch eher bullish. Also ein sehr schwaches Verkaufssignal. Würde ich nicht traden. Was haben wir hier noch als Verkaufs? Nisource. Ja, wir sind oberhalb der Wolke. Also schwach bis neutral, weil wir hier noch in der Wolke waren. Würde ich nicht traden, die Shortseite. Conagra Foods würde ich nicht traden, die Shortseite. Wir sind immer noch oberhalb der Wolke. Willis Tower oberhalb der Wolke wird nicht getradet. Oberhalb der Wolke wird auch nicht getradet. Oberhalb der Wolke wird nicht getradet. Da gibt es denn hier gar keine schönen Short-Setups mehr. Alles oberhalb der Wolke. Hier wird es interessant. Ja, General Motors. Wir hatten ja gesagt, je dicker die Wolke ist, umso schwerer wird es für den Chart da durchzugehen. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr dünne Wolke, also wird es relativ leicht hier durchzugehen. Jetzt sind wir heute wahrscheinlich mit dem Schlusskurs, haben wir hier schon das nächste Short Setup, nämlich den Ausbruch aus der Wolke. Wir sind heute mit der blauen Linie unter den Preis gegangen. Das ist bearish. Wir haben hier rot unter violett gekreuzt. Das ist bearish. Und heute nach Marktschluss ist bestimmt auch der Trendindikator hier rot. Der kommt hier schon sehr dynamisch runter. Also, das wäre für mich ein schönes Short Setup. Ja, General Motors, die Aktie entwickelt sich hier sowieso schon deutlich schlechter als der S&P. Ist deutlich schwächer. Und der S&P ist hier übers Jahr. Wir haben hier ungefähr von Jahresanfang das Ganze jetzt. Ist übers Jahr hier so ungefähr 7% noch vorne. Die General Motors ist hier schon 4% hinten. Ja, ist also aufs Jahr gesehen schon negativ. Also sehr, sehr schwacher Chart. Wir sind unterhalb des 50er gleitenden Durchschnitts, wir sind unterhalb des 200er gleitenden Durchschnitts. Also ganz schönes Short Setup. Ja, mit Kursziel hier vielleicht $34 nochmal in das Gap reinzulaufen. Was haben wir noch? Insight. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, bricht hier auf dem Tagesschart auch gerade nach unten aus der Wolke aus. Ist ein bisschen schwächer entwickelt als der S&P, aber hat hier gerade Support am 200er, also auch nicht so ganz ideal. McKesson über der Wolke, über der Wolke, über der Wolke, kommt alles nicht in Frage. Newfield in der Wolke ist ein neutrales Setup, wollen wir auch nicht. Das ist in der Wolke, das ist neutral, das wollen wir auch nicht. Raytheon sieht nicht so schlecht aus. Ja, bricht hier gerade nach unten aus der Wolke aus und hier kreuzt die rote, die violette. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, dann haben wir hier einen sehr eng zusammenlaufenden 50er und 200er. Die sind gestern beide hart durchbrochen worden. Könnte interessant sein, sich das anzuschauen. Haben wir auf dem Wochenchart aber hier gerade einen Supportbereich. Okay. So, Jens schreibt bei General Motors ist schon gut, wenn sich der Kurs innerhalb eines Jahres nicht halbiert. Ja. Also ist doch ein schöner Short-Kandidat. Ja. Aber so kann man das Ganze machen. Wir können einfach noch kurz schauen, ob wir hier irgendwas Schönes noch auf der Long-Seite haben. Da funktioniert mein Chart nicht. Dow DuPont, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Die sieht ganz schön aus hier. Was haben wir denn hier? Intercontinental. Ja, wir sind oberhalb der Wolke. Die blaue ist hier noch knapp überm 26er, läuft aber knapp über dem Chart von vor 26 Tagen, läuft aber wahrscheinlich morgen hier drunter. Was haben wir noch auf der Long-Seite? Xcel Energy. Ja, gefällt mir hier die blaue auch nicht so gut. Newmont Mining, genau das gleiche. Die blaue geht gerade drunter. Sealed Air, wir sind hier unter der Wolke, kommt also nicht in Frage. Unter der Wolke kommt nicht in Frage. Neutraler Bereich. Ja, Long Setups.
hatten wir hier eigentlich die CBOE, gefällt mir echt am besten. Ja. Und Welltower, das sind so die beiden auf der Long-Seite, die mir hier richtig gut gefallen. Okay. So, dann schaue ich hier nochmal kurz in die Fragen. Der René fragt, ob man das auch auf Stundenchart einstellen kann. Ja, klar, natürlich. Ja, man kann das Ganze hier auch auf dem Stundenchart einstellen. Also ich kann hier natürlich einmal in der Liste einstellen, in welcher Zeitebene ich die Kreuzungen angezeigt haben will. Ja, da kann ich mir hier auch die Stunde anzeigen lassen. Können wir ja mal kurz hier durchlaufen lassen. Und dann können wir uns natürlich hier auch den Ichimoku-Chart auf dem Stundenchart anschauen. Ja, und die ganzen Interpretationen sind genauso. So, was haben wir hier? AutoZone auf dem Stundenchart. Eine bullische Kreuzung haben wir hier. Wir sind aber unterhalb der Wolke, finde ich nicht so ideal. Was haben wir hier? Century Link. Das sieht schön aus. Ja, wir sind in der roten Wolke, also eher eine schwächere Wolke. Der Trendindikator auf Stunde ist hier wieder klar abwärts gerichtet. Wir haben hier die bearische Kreuzung und sind gerade dabei, hier die Wolke nach unten zu verlassen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ist nicht super strong, weil die blaue Linie nicht unterhalb des Kurses hier vor 26 Stunden läuft. Aber insgesamt sieht das gar nicht so schlecht aus. Was haben wir hier noch? Brown-Forman. Oh, schön, ne? Da haben wir hier das Signal bekommen. Sind oberhalb der Wolke. Die blaue liegt oben drüber. Also da ist richtig Druck drauf. Der Trendindikator ist aufwärts gerichtet. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Wäre hier für einen Stundenchart ein schönes Setup. Wir sind hier auch, wenn man sich das Ganze dann trendtechnisch noch anschaut, ja, sind wir jetzt hier auch schon über diesen kurzfristigen Abwärtstrend raus. Das sieht also ganz nett aus hier, Brown-Forman. Also man kann das Ganze auch intraday verwenden. Ja. So, was haben wir noch? Wie sieht es auf M5 aus? Ich bin ganz kurzfristig bei Indikatoren und Währungen unterwegs, keine Aktien. Ja klar, das kann man auch auf dem M5 sich anschauen. Da muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, bei M5, da fehlen mir die Erfahrungswerte. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass das ein ziemlich starker Wechsel wird. Da bin ich also ein bisschen überfragt. Ja, das würde ich vielleicht dann einfach mal ausprobieren. Wenn Sie das interessiert, das mal auszuprobieren, dann vielleicht einfach mal den Agena Trader Newsletter abonnieren. Da gibt es immer Informationen, wann es das nächste Update gibt. Ich denke mal, das wird so in 10 Tagen ungefähr sein, wird das nächste Enforcer Update aufgespielt sein. Da sind dann diese ganzen Setups, die ganzen Signale mit drin hinterlegt. Da ist dann auch ein entsprechender Arbeitsplatz dafür vorbereitet, der dann ungefähr so aussehen wird, wie das, was wir jetzt hier haben, weil ich da die Arbeitsplätze so hinterlege, wie ich damit arbeite. Und da kann man dann, wenn man Agena Trader nutzt, so eine 2-wöchige kostenlose Demo sich von dem gesamten Add-on besorgen. Dann vielleicht im Vorfeld noch die 10 Webinare zu den 10 Trading-Setups sich anschauen. Und dann kann man das alles mal kostenlos testen und dann könnte man sich das auch mal auf dem 5-Minuten-Chart anschauen. Ja. Okay, also ich hoffe, ich konnte hier einen kleinen Einblick geben in diesen auf den ersten Blick doch sehr komplexen Ichimoku-Indikator, der gar nicht so komplex ist. Ja, Sie haben das ja gesehen gerade, wie schnell ich dabei bin, wenn ich irgendeinen Chart aufmache, sofort zu beurteilen, ob wir hier ein starkes Signal haben oder ein schwaches Signal und ob ich das traden möchte oder nicht. Und das ist eben der große Vorteil von diesen ganzen Ichimoku-Darstellungen, dass wir auf einen Blick hier wirklich alles sofort erkennen, was trendtechnisch und momentumtechnisch und auch nach Support und Resistance, was da irgendwie für uns interessant ist. Ja, wie gesagt, ich werde das, sobald das Update fürs Add-on auch raus ist, werde ich das Ganze noch mal ein bisschen intensivieren. Vielleicht auch einfach meinen Newsletter abonnieren.
Den bekommen Sie bei mir auf der Website. Ja, da können Sie sich einfach hier auf der Startseite, hier unten brauchen Sie nur Ihre E-Mail-Adresse eintragen, dann kriegen Sie jeden Samstag von mir ein Newsletter. Da sind dann die Webinar-Termine drin, die in der nächsten und übernächsten Woche kommen. Und da sind auch immer ganz, es ist immer eine PDF mit angehängt mit ganz interessanten Marktanalysen. Da wird jede Woche der S&P, Gold, Öl und der Dollarindex analysiert. Ich habe jede Woche eine Aktie der Woche, die ich vorstelle mit dem Setup dazu. Also das ist ein ganz interessanter Analyse-Newsletter, der da kommt. Und da in dem Zusammenhang informiere ich dann auch immer über die Webinare, die kommen und die vielleicht gerade interessant sind. Ja, Kirill, vielen Dank. Das freut mich, dass die Webinare von mir immer sehr interessant sind. Gunther, ja, genau. Das kommt also auf den Enforcer, richtig. Das kommt in das Enforcer-Add-on mit rein. Also alle diese Ichimoku-Signale, diese ganzen Ichimoku-Einstiegssignale, die sind schon fertig programmiert. Ja, die laufen ja hier schon im Hintergrund. Ich habe hier auch noch die Kreuzung drin, gerade von Preis und Kumo. Ja, also die ganzen Breakouts hier aus den Wolken, die sind hier auch schon hinterlegt. Ja, die ganzen Märkte, die jetzt hier nach unten aus der Wolke ausgebrochen sind, die werden mir hier angezeigt. Wie gesagt, das sind alle Setups da hinterlegt. Ich arbeite gerade noch ein bisschen dran, wie ich das für jemanden, der meine Vorgehensweise da nicht kennt, am besten optisch darstelle und am besten in einen Arbeitsplatz bringe. Und dann kommt das in der nächsten Woche dann ins Enforcer-Update. Okay. Ja, das Schöne am Enforcer ist ja, das wächst ständig. Ja, es kommt immer wieder was Neues dazu und der Preis bleibt immer gleich. Ja, also da verändert sich nichts. Das Ding kostet 29 Euro im Monat und wenn man damit nur einen erfolgreichen Trade ausführt, dann hat sich das immer schon auf jeden Fall gelohnt. Gut, dann wäre es das hier erstmal von meiner Seite. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit und für die rege Teilnahme. Und sag ja, dann gerne bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das nächste Webinar von mir findet am Samstag in einer Woche statt. Wenn Sie das interessiert, um 11 Uhr Samstag in einer Woche, dann einfach, wie gesagt, kurz meinen Newsletter abonnieren. Da sind dann die ganzen Links zu den Webinaren auch mit dabei. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und sag bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, vielen Dank, Martin, und Ihnen allen einen schönen Abend noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.